Liebe Zuseher und liebe Zuhörer, bei unserer Katechese über das Gebet. Schön, dass Sie da sind und jetzt zugeschaltet haben. In der letzten Woche haben wir die Einführung in diese Katechese-Reihe online gestellt und heute soll es mit der ersten inhaltlichen Einheit losgehen. Und Sie finden mich jetzt in gewisser Weise in einem Dilemma. Wenn man über Beten spricht, spricht man über etwas, was sich vollzieht, etwas, was man tut. Genauso, wenn man über Schwimmen spricht, schwimmt man am besten. Und ich möchte nicht über das Gebet sprechen, quasi als Trockenübung. Genauso wie man, wenn man über Schwimmen spricht, es am besten zeigt. Und so dürfen Sie sich nicht wundern, wenn ich diese Aufzeichnung mit einem Gebetszeichen beginnen möchte, mit einem Zeichen, das wir als katholische Christen zu Beginn und am Schluss eines jeden Gebetes setzen. Es ist das Kreuzzeichen. Es ist sozusagen die Eröffnung des Betens, wenn man Gott gegenübertritt. Und wenn ich jetzt über das Gebet spreche, so soll es in einem geistlichen Rahmen sein. Und deswegen beginne ich mit dem Kreuzzeichen. Und wenn Sie zu Hause das sehen, lade ich Sie ein, das mit mir zu tun. Und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn man über das Gebet spricht und sich überlegt, wie beginnt man das zu tun, da möchte ich jetzt mit etwas beginnen, was Ihnen möglicherweise ein wenig merkwürdig vorkommt, dass ich damit beginne. Wenn ich sage, Beten ist Dialog, Beten ist Sprechen mit Gott, Beten heißt mit Gott in Beziehung treten, so möchte ich heute nicht auf die bestimmten Art und Weisen des Betens eingehen, die wir in diesem Kurs vorstellen, sondern ich möchte mit etwas beginnen, was dem Gebet vorausgeht. Ich möchte mit dem Schweigen beginnen. In dieser Zeit, die wir jetzt zusammen haben, soll es um das Schweigen gehen. Jetzt könnte ich es mir einfach machen und Sie 20 Minuten anschweigen und es würde nichts passieren hier, scheinbar nichts passieren. Möglicherweise würde doch etwas passieren, aber das ist jetzt eine gewisse Paradoxie. Ich spreche über das Schweigen. Also dadurch, dass ich spreche, breche ich das Schweigen. Aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Wenn man über das Schweigen spricht im Allgemeinen, so fragen wir uns, was ist Schweigen? Was ist das Wesen des Schweigens? Wenn wir schweigen, wenn der Mensch schweigt, so geschieht etwas häufig, was wir die Entsorgung des Menschen nennen. Also wenn der Mensch schweigt, entsorgt er sich. Er möchte seine Sorgen hinter sich lassen. Er möchte seine Sorgen außen vor lassen für die Zeit des Schweigens. Schweigen als Entsagung der Sorge, des Grübelns. Schweigen ist also in diesem Sinne kein Selbstzweck, sondern es ist ein Ausdruck der Hinwendung zu dem einen Notwendigen, was für uns Christen der dreifaltige Gott ist, der einige Notwendige, von dem Theresia von Avila sagt, Gott allein genügt. Das ist der erste Aspekt im Allgemeinen des Schweigens. Der zweite Aspekt ist, dass Schweigen Stille bedeutet. Und Schweigen bedeutet auch, alleine zu sein, einsam zu sein. Jesus geht vor seinem öffentlichen Auftreten alleine, ohne einen anderen Menschen,
in die Wüste. 40 Tage. Sie sehen auch, Jesus schweigt, bevor er redet. Das Schweigen geht der Rede voraus. Jesus geht in die Wüste, um zu schweigen, um bei sich zu sein, um seine Kräfte zu sammeln und um aus der Zerstreuung herauszukommen. Das ist der zweite tiefer liegende Grund des Schweigens neben der Entsorgung. Schweigen bewahrt aber auch vor der Unordnung. Schweigen möchte uns ordnen. Über dem Schweigen weht ein Geist des Schweigens. Ein Geist, der uns in das Schweigen einführt. Wenn man schweigt, wenn man bewusst still ist, übt man sich auch in das Hören ein. Also Schweigen und Hören hängt ganz eng zusammen. Wer schweigt, hört gut. Und Gebet hat etwas mit Schweigen und Hören zu tun. Das Schweigen und das Hören sind Grundvollzüge des Betens. Beten verstanden als Sprechen mit Gott. Und wenn wir mit Gott im Gebet sprechen, wenn wir auf unser Gebet achten, dann fragen wir uns, in diesem Gespräch mit Gott, wie viel rede ich? Wie viel schweige ich? Und wie viel höre ich? Machen Sie mal den Test und befragen sich, wenn Sie beten, wenn Sie mit Gott sprechen, wie viel rede ich, wie viel schweige ich, wie viel höre ich? Wie sind da die Anteile? Wie sind da die Anteile verteilt? Könnte es sein, dass, ich will Ihnen das nicht unterstellen, aber möglicherweise ist es so, dass ich erschrocken bin, dass ich im Gebet ununterbrochen rede. Ich rede und rede und rede und rede und rede. Und nicht nur ich rede, man könnte sogar fast sagen, es redet in mir. Also das Es redet in mir selbst. Und es redet in Gedanken, in Bildern, in Worten, in Bitten, in Vorschlägen und im Dank. Und es ist wie im Gespräch mit Gott, wie mit einem anderen Menschen. Wenn wir reden und die Bilder, die wir sehen, sprechen wir, die Gedanken, die uns kommen, sagen wir, die Bitten, Vorschläge, wir reden, haben wir dann das Gespräch völlig an uns gerissen? Kommt dann mein Gegenüber auch zu Wort? Kommt Gott zu Wort, wenn ich mit ihm rede, wenn ich mit ihm bete? Oder habe ich Gott vielleicht tot geredet? Ist Gott vielleicht deshalb im Gebet tot, weil ich ständig rede? Manchmal sagen mir Menschen, wenn ich spreche, wenn ich rede, Herr Pastor, dann sagt Gott überhaupt nichts. Er sagt überhaupt nichts. Er ist schweigsam. Er redet überhaupt nicht. Könnte es sein, dass ich ständig rede und nicht zuhören kann, weil es in mir ständig redet? Könnte sein. Die Folge ist eine Schwerhörigkeit. Wer redet, kann ich so gut hören. Er entwickelt eine schwere Hörigkeit. Er kann nicht hören. Schon allein, wir kennen das auf einer körperlichen Ebene. Ja, wenn wir reden, nicht nur im Gebet, sondern im Allgemeinen, und die Lautstärke geht hoch, manchmal spreche ich auch hitzig in einer Diskussion, in einem lauten Gespräch,
Was höre ich dann noch? Höre ich dann noch, dass das Gegenüber mir was sagen will? Und Gott, ja, wenn Gott mit uns redet, tut er das fast immer leise. Also Gott ist höflich. Gott drängt sich so gut wie nie auf. Also er hört gut zu, wenn wir reden, und er klopft leise an unserem Herzen an. Gott würde nicht die Tür eintreten, um bei uns anzukommen. Ja, also er ist sehr leise. Das kann man ihm vielleicht jetzt vorhalten und sagen, Gott, melde dich mal ein bisschen deutlicher. Aber so ist er. Also, er ist meistens leise und zurückhaltend und respektvoll. Wir sehen das in der biblischen Geschichte. Deswegen ist das Schweigen und das Hören so wichtig im Gebetsleben. Was ist der Sinn des Schweigens? Das wird deutlich, wenn man auf die Wirkungen des Schweigens schaut. Also welche Wirkung erzeugt das Schweigen? Was ist die Folge dessen, wenn ich versuche zu schweigen? Nun, zunächst, wie ich schon gesagt habe, bereitet das Schweigen auf das Hören vor. Denken Sie an eine wichtige Rede aus der Politik oder aus dem Theater oder aus der Dramatik. Der gute Redner, der schweigt. Und mit dem ersten Wort steigt die Dramatik und die Aufmerksamkeit des Hörers steigt, wenn er schweigt, bevor er losredet. Und wenn ich schweige und erst dann spreche, dann entfalten sich mal, grob gesagt, drei Wirkungen, auf die ich eingehen möchte. Wer schweigt, entdeckt Zugedecktes in mir selbst. Was meine ich damit? Schauen Sie, häufig ist es ja so, dass Leute, die in sich unruhig sind, die sich möglicherweise vor was fürchten, die in innerer Zerstreuung sind, die unter Druck stehen, die sind laut und suchen laute Gesellschaft. Also wollen in Räumen sein, wo vielleicht laute Musik gespielt wird. Oder auf jeden Fall können sie die Stille nicht so gut ertragen. Denken Sie an das berühmte Pfeifen im Walde. Ja? Also, weil wenn wir laut sind im Wald, der an sich leise ist, bleibt zugedeckt an unseren Ängsten in uns selbst. Ja? Also das Schweigen hat zur Wirkung, dass die inneren Regungen, die Befürchtungen, alles, was in meiner Seele zugedeckt ist, an die Oberfläche kommt. Sie können sich vorstellen, da kommt nicht nur Unangenehmes an die Oberfläche. Ja? Aber nur wenn es an die Oberfläche kommt, kann ich es ins Gespräch mit Gott bringen. Und das ist der Sinn des Betens, dass es an die Oberfläche kommt. Die zweite Wirkung des Schweigens ist, dass ich, wenn ich schweige, in ganz neuer Form höre und auch meine ganzen Sinne benutzen kann. Also, wer schweigt, hört anders. Da würde ich gleich im dritten Teil der Katechese drauf eingehen. Also, wer schweigt, hört mehr. Und wir wollen doch Gott reden hören im Gebet. Wir wollen doch hören, was er uns zu sagen hat. Ein drittes möchte ich nennen in der Wirkung. Wer schweigen kann, wer sich in das Schweigen eingeübt hat, und jetzt wird es ein wenig mystisch, wird es ein wenig geheimnisvoll vielleicht, der spürt, dass in der Stille sich Dinge kundtun, die in der Lautstärke untergehen. Dass ich plötzlich
Dinge wahrnehme, die im Verborgenen sind. Und mit dem Verborgenen, mit dem Geheimnis in meinem Leben, in meinem Glauben und in meiner Existenz, denn mein ganzes Leben, meine ganze Existenz könnte im Letzten ein tiefes Geheimnis sein, was ich zu erforschen versuche. Das auszuhalten, damit leben zu können, das nicht wegzudrücken, das ist eine Folge des Schweigens. Also Zugedecktes wird entdeckt, ich lerne neu zu hören und ich lerne mit dem Geheimnis meine Existenz zu leben. Das sind drei Hauptwirkungen des Schweigens. Jetzt werden Sie sich fragen, Schweigen kann jeder. Schweigen kann vielleicht aber nicht jeder. Es gibt Übungen, wie man gut schweigen kann, wie man sich gut in das Schweigen hineingeben kann. Und ich möchte jetzt einige Übungen vorstellen, ganz praktischer Art, wie man Schweigen üben kann, wenn das Schweigen so wichtig für das Beten mit Gott ist. Die erste Übung, die ich vorstellen möchte für das Schweigen, bedeutet, Schweigen bedeutet, genau hinzuhören, auf Laute hinzuhören. Es könnte, wenn Sie eine Uhr haben, das Ticken einer Uhr sein. Es könnte ein Wasserhahn sein, der tropft. Es könnte der Wind sein, der draußen zu hören ist. Es könnte vielleicht Geräusche aus der Nebenwohnung sein, wenn Sie in einem Haus wohnen, in dem mehrere Familien wohnen. Es könnte vielleicht jetzt im Winter das Rauschen im Wasser, das Wasserrauschen im Heizkörper sein. Ja? Also auf die Laute, nicht auf das Laute, sondern auf die Laute genau zu hören. Genau hinzuhören ist eine Übung des Schweigens. Wenn Sie das mal versuchen, versuchen Sie mal bewusst auf einen Wecker zu hören oder auf diese Dinge, die ich eben genannt habe, dann werden Sie spüren, wie die Ruhe sich auszubreiten beginnt. Die Ruhe breitet sich förmlich aus. Die Ruhe übernimmt den Raum. Wer auf diese Laute hört, der spürt plötzlich, dass diese Laute die Verlautbarung einer Wirklichkeit sind, die mich umgibt. Also die Laute werden zu einer Verlautbarung der Wirklichkeit, in der ich lebe. Wichtig ist bei dieser Übung die innere Haltung, mit der man versucht hinzuhören. Hinhören drückt ja eine Haltung aus. Hinhören ist mehr als nur hören. Es geht um das Hinhören, was sich kundtut. Das ist die erste Form, die erste Übungsform, wie man Schweigen üben kann. Die zweite Form, die ich vorschlagen würde, ist etwas, was momentan in Corona-Zeiten schwierig ist, was man aber zu Hause gut machen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie musikalisch sind, ob Sie ein Instrument spielen oder ob Sie singen können, aber ein wenig singen kann ja jeder und jede. Vielleicht versuchen Sie mal, wenn Sie schweigen, auf das gesungene Wort zu hören, dass Sie selbst singen. Also am einfachsten ist es, ein Vokal zu singen. Ja? Also A, E, I, O, U. Einfach,
je nach Stimmlage, den Vokal zu singen und genau hinzuhören, wie die Wellen sich in ihrem Kopfbereich ausbreiten. Man könnte auch singen, Amen. Ja, also das Wort Amen singen. Oder irgendein Wort, Ihren Namen. Versuchen Sie mal, so einen kurzen Vokal oder ein Wort zu singen. Und nehmen Sie sich selbst als Instrument wahr. Ihren eigenen Körper als Instrument. Und Sie spüren, wie Ihr Kopf, wie Ihr Hals, wie Ihr Oberkörper zu einem Resonanzraum wird. Versuchen Sie, die Schallwellen zu spüren und wie sie ausklingen im Raum. Also wie die Schallwellen im Raum zur Ruhe kommen. Wie aus dem Ton die Stille wird. Das ist eine gute Übung, um in die Stille, um ins Schweigen hineinzukommen und das Schweigen zu üben. Das wäre die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, die ich Ihnen vorstellen würde, hängt ein wenig mit dem zusammen, auf den eigenen Körper zu hören, auf den eigenen Leib zu hören. Was könnte man da hören? Zum Beispiel den eigenen Atem. Also Sie müssen ja atmen, wenn Sie körperlich leben wollen. Und der Atem begleitet Sie. Sie atmen ein, Sie atmen aus. Und wenn Sie im Schweigen, in der schweigenden Stille sind und genau hinhören, dann hören Sie, wie die Atemluft in Ihren Körper hineinfließt und wie sie wieder hinausfließt. Das bewusst zu hören und darauf bewusst hinzuhören, ist eine Übung zu schweigen. Das wäre die dritte Form, wie man Schweigen üben kann. Die vierte Form hat etwas Dramatisches. Und ich will sie mit dem Wort überschreiben, auf das Leiseste hören. Was meine ich damit? Es gibt dieses berühmte und dramatische Beispiel, dass eine Mutter mit ihrem Kind in der Großstadt unterwegs ist, die Autos machen Lärm, um sie herum reden oder schreien Menschen und möglicherweise sind Bauarbeiter in der Nähe, die mit einem Presslufthammer arbeiten. Alles ist laut. Und die Mutter verliert ihr Kind aus den Augen. Eine dramatische Situation. Und wer sowas vielleicht schon mal gehört oder gesehen hat, der spürt, dass die Mutter intuitiv auf das Leise hört, ja? Denn das Kind wird sich möglicherweise leise zu Wort melden. Sie hört nicht auf das Laute, sie hört auf das Leise. Auf das leise Kind um sie herum. Sie spitzt ihre Ohren auf die leisen Töne, um in dem leisen Hören die Lautstärke des anderen auszublenden. Das ist eine Übung, wie Sie Schweigen üben können, wenn Sie Geräuschen ausgesetzt sind, die Sie nicht abstellen können. Manchmal ist es ja so, wenn wir an einer bewegten Straße wohnen oder irgendwas ist im Haus, das Lärm ist, Lärm erzeugt und Sie versuchen zu schweigen, ist das gar nicht so einfach. Versuchen Sie mal, auf das Leise zu hören. Die letzte Art und Weise, wie man Schweigen üben kann, ist, auf den Klang der Schöpfung zu hören. Auf den Klang der Natur zu achten. Es könnten Vögel sein, die zwitschern. Es könnte der Wind sein, der rauscht. Es könnte Wasser sein, was vorbeifließt und das ein Rauschen verursacht. Ja, das merkt man ganz deutlich, wenn man zu Fuß vielleicht wandert und geht durch ein Gebiet und da fließt ein Bach vorbei.
und sie hören das Rauschen des Wassers, ja, und sie sprechen dabei nicht. Und sie hören das plötzlich viel klarer. Wer das hört, der spürt, dass er im Schweigen vorangeschritten ist. Das sind einige Übungen, die ich Ihnen genannt habe, um das Schweigen einzuüben. Dabei würde ich es heute bewenden lassen bei dieser ersten inhaltlichen Katechese. Also beten bedeutet schweigen, hören und sprechen. Und der heutige Schwerpunkt lag auf dem Schweigen. Wir werden die nächste Katechese am kommenden Samstag wieder online stellen. Und vielleicht versuchen Sie mal in den kommenden Tagen, wir sind ja jetzt am Beginn des Advents, sich Zeit zu nehmen, um zu schweigen. Definierte Zeit. Nicht den ganzen Tag, auch vielleicht nicht eine Stunde, das wäre schon sehr lang. Vielleicht einige Minuten, die Sie aber vorher festlegen, um dann mit dem Schweigen zu starten, bevor wir in den nächsten Übungen, Katechesen zum Hören und Sprechen kommen. Damit möchte ich mich heute verabschieden und da wir uns mit der Thematik des Betens und der Thematik des christlichen Betens beschäftigen, würde ich gerne auch mit einem Kreuzzeichen diese Katechese beenden. Und wir schließen: Ehre sei der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.